Jetzt noch nicht, aber später würde ich auf jeden Fall immer Pause drücken. Ja. Los geht's. So, dann schauen wir mal. Was hier los ist. An den kann ich mich ja nicht Sieht nicht erinnern. gut aus. Ich muss sie verärgert haben, die Götter. Das klingt nicht gut. Tu Buße. Ja. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Ja, machen wir. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Ja, das werden wir sehen. So, Quest verfolgen. Ne. Wir passen auf jeden Fall sehr auf, was wir mit den geheiligten Boden machen. Nein, ganz runter. Ganz runter. Lass los. Lass. Warte. AC. Gut. Wieder was gelernt. Wie haben Sie diese Statue hier reinbekommen? Alter, das muss so krass viel Aufwand gewesen sein. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Ja, spiel mal. Oh, was für ein kleiner Eingang. Vielleicht ein Riss in der Wand? Ja, ganz vielleicht, also. Ist das ein Riss oder ist das schon ein fetter Spalt? Oder sogar schon ein Eingang? Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Also sind wir hier nicht willkommen. Ist es eigentlich hell genug? Ja. Hallo. Nicht dahin wegschmeißen. Das war knapp. Dahin. Warte mal, ist da was?
Ah ja. Super, cool. Hat er mich gesehen? Hä? Kommt der jetzt auch dahin? Der ist da oben. Nicht umdrehen. Oh, das war knapp. Das war close. Na gut. Wieso bin ich tot? Der hat mich doch nur geschubst. Du Schlawiner! Gut. Wieso bin ich gestorben? War ich schon so low? Sie werden mich suchen. So low? Ich muss vorsichtig sein. Krass. Cool. Da steht ja einer. Fängt schon gut an. Sei leise. Haben wir gerade eine Legende getötet? Haben wir gerade eine Legende getötet? Hä? Okay, ich sterbe, wenn sie mich zweimal treffen. Nicht sehen lassen. Das ist ja krass. Okay, okay. Also das letzte Mal war es wirklich so, dass die nicht so viel Schaden gemacht haben. Nein, da. Oh Gott. Reicht mir. Ja, ich weiß, ich wollte auf schwer spielen, aber weil das relativ einfach war. Also hier in der Höhle bin ich never ever gestorben. Und das erste Mal bin ich gestorben beim Zyklopen. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Oh nein. Da liegt jemand. Passt auf, ich sehe nach. Den hätte ich gerne weggetragen. Aber egal, jetzt kommen wir alle so hin. Nein, doch nicht durchsuchen. Oh Mann, du hättest... Oh.
Na, na. Das hat jetzt besser geklappt. Auch wenn es nicht ganz geklappt hat. Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Gut, war ja einfach. Super. Ah, da oben ist noch ein Gestein. Hier hätte ich auch hingehen können. Da ist noch was. Du brauchst nicht mehr dich bitten. Ich hoffe mal, dass hier... Ich glaube, hier war sonst niemand. Genau so. Hier ist ein anderer Ausgang. Schau mal, wohin es hier geht. Patsch, 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 patsch. Hier gibt es aber nichts zum Klauen, oder? Ja, schade. Okay, ich geh mal über den Berg zu dem zurück. Weil vielleicht bekomme ich hier ein paar Äste. So. Uiuiui. Sieht schon echt geil aus. Und da ist die große Statue. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Super. Pferd. Oh. Gut, Level 2 bin ich. Dann, 6. Sinn. Genau, nutze 3 Pfeile gleichzeitig. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann die Schussfolge gemacht. Raubtierschuss ist eigentlich auch cool. Offenbarung. Vergifteter Angriff. Attentatfähigkeit. Ist eigentlich auch cool. Schwerer Angriff. Bartiaten. Also den muss man eigentlich machen, ne? Alter, wie weit der fliegt. Ich mache erstmal Schattenattentate, weil das ist was ich auf jeden Fall machen will.
Also ich will halt, wenn ich ein Attentat mache, will ich, dass es tödlich ist. Oder so nah wie möglich daran. So. Gut, da habe ich was bekommen. Krieger! Ja, ich bin lieber Attentäter, ehrlich gesagt. Aber ich mache auch einiges in Krieger-Dingen. So. Hatte jetzt die Quest. Jetzt befreie ich mal die Pöbe. Begibt dich jetzt Pöbe. Wird die wirklich so ausgesprochen? Ich glaube schon. Wie ruft man nochmal sein Pferd? Weiß das einer von euch? Warte mal. Nochmal mein Pferd rufen. Weiß ich gerade nicht, aber egal. Genau. Ja, Krieger, sneaky. Wobei, es ist eine Frau. Ja. Da sind sie. Ich werde mich an die Malakas anschleichen. Das hat nicht sehr viel zu sagen. Was echt interessant ist, wenn man bei so Rollenspielen, oh, ich habe die Kamera aus, ups. Wenn man bei so Rollenspielen immer schaut, wenn man auf so Bogenschießen und Fernkampf geht, geht man immer auf Geschicklichkeit und bei Nahkampf und Schwertkampf und sowas geht man immer auf Stärke. Das ist aber eigentlich genau andersrum. Also wenn man mit einem Bogen jemanden wehtun will, braucht man extreme Stärke. Also man braucht einen extrem starken Bogen. Es sei denn, man hat einen Compound. Genau. Aber... Lass mich gehen! Ups. Sei still oder ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Phöbe. Ach, ich bin schon... Ja, wunderbar. Geh doch in die Hocke mal. Hohen Gras wird mich niemand sehen. Mhm. Achso, das ist jetzt... Okay. Den Rest der Malakas nicht entkommen lassen. Das werde ich nicht. So, auf Gamepad Pfeil hoch. Ich spiele mit Maus und Tastatur, aber ich gehe trotzdem sehr stark auf Pfeil und Bogen. Übrigens, Maxim K, herzlich willkommen. So, dann pfeife ich mal. Das war deine Mutter. So, auf Gamepad Pfeil hoch. Ah, oh Mann, ich habe ja wegen, ja, ihr wisst schon, wegen Pfeil und Bogen und so weiter. Der Markus ist der Nächste. Nee, ich glaube, du bist der Nächste. Das war ein heftiger Stich in die Niere. Und du. Jetzt hole ich Phöbe daraus. Achso, du bist da. Ja, was haben die denn zu essen? Nix. Na gut. Dann hol ich... Ah, hier ist Gold. Ah, Söldnerhandschuhe. Sehr gut. Geht es dir gut?
Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phoebe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Dafür müsstest du schon stärker sein. Pass nicht nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit! Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du? Die hat so lange gewartet, bis sie angreift. Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt, komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier. Oh, schwarzes Lamm. Ja, Pater. Cassandra. Entschuldigung. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos die Steinfaust will deinen Tod. Talos der Söldner? Uff. Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Ich bin mal gespannt, ob ich das genauso schnell hinbekomme wie letztes Mal. Ich habe den in 2 Schlägen oder so platt gemacht. Das war echt cool. Oder, also nicht 2 Schlägen, aber 2 Sekunden. So, du wirst gejagt. Warte mal. Ey, das hat er zu mir auch gesagt, als ich Alexios gespielt habe. Der lügt. Mein Papa ist viel besser als deiner. Hast du schon ein Pferd ausgesucht? Natürlich. Das makedonische. Also lange Kuh drücken. Okay, und Tobi ab. Jetzt Pause drücken, sobald du weg bist vom Bildschirm. Ah ja, okay. Dann öffne ich mal mit O das Söldner-Ding. Oh, der sieht ja süß aus mit seiner Pilzfrisur. Okay, Rang 5 ist er. Okay. Genau, Tassos war seine Heimat und seinen Namen konnte man wörtlich nehmen. Hä? Wow, ich dachte gerade, Tassos ist sein Name, aber Talos ist sein. Okay, Tassos war seine Heimat und sein Name konnte man wörtlich nehmen. Talos die Steinfaust war so groß wie ein Felsbrock und liebte es, die Köpfe seiner Gegner in die Felsformation der Berge von Kefalenia zu schmettern. Cooler Typ. Kampf mit Talos mache ich jetzt noch nicht.
Quest. Jetzt hole ich meine Schulden ein. Treibe das Geld von einem Händler. Ein Sami ein. So, lang Q drücken. Nee, Q ist ausweichen. Und lang Q drücken auch nicht. Warte. Ah, okay, es ist lang X drücken. Ah, weil X ist pfeifen und lang. Okay. Okay. Oh, es ist doch kein Sperrgebiet. Jetzt ist es kein Sperrgebiet. Okay. Ah. Ah, ja, jetzt. Er brauchte so lange, um den Skin anzuziehen. Soll ich den Skin lassen oder nicht? An sich, von so sieht es schon cool aus, aber ich mag diese Gitterdinger um seine Augen nicht so. Ah. Los, Verboss! Warte mal. Nee. Los. Na gut, der braucht immer ein bisschen sich umzuziehen, glaube ich. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen nach hier. Okay. Wir können dann auch mal den Bewegung. Den Riesen besteigen, die Statue besteigen. Schade, echt schade, dass die kein schwarzes Pferd haben. Das hätte ich ja eigentlich von Anfang an dann genommen. Entschuldigung. Dann wollen wir mal. So. Warte, Quest verfolgen, dann wird es dir angezeigt. Ich dachte, ich hätte die oder verfolge die Quest. Oder habe ich es wieder entquestet? Ah, okay, okay. Jetzt folge ich. Ja. Los! Ich habe es natürlich wieder entquestet. Hast du das Spiel schon mal durch? Nein. Ich habe das... Doris wird bei seinem Geschäft sein. Ich habe es nur bis... bis zum Banner quasi gespielt. Also bis zum Banner. Also das heißt, ein Pferd! Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Und los geht's. Los geht's, ja. Ich mach schon. Nee, ich habe nur das Epilog gespielt. Weil ich wollte das schon ewig auf als Let's Play machen. Und jetzt spiele ich das einfach mal, während ich den langen Stream mache. Ich spiele es mal an und dann schauen wir mal. So. Oh, mein Pferd ist weg. Ah, das zieht sich gerade um. Sandra, schön dich zu sehen. Keramikwaren, Auswahl für die ganze Familie. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen. Wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Dann hättest du dir kein Geld leihen sollen. Du hast recht, das Doppelte ist viel zu viel. Ja. Ich meine, wenn er Geld leiht, dann hat er ja kein Geld. Und das Doppelte ist halt... Ja... Ich mach mal nett. Das Doppelte, das ist Wucher. Das habe ich Markus auch gesagt. Du kennst ihn, er ist etwas extrem. Bezahl ihn und dann ist alles vorbei. Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Okay, dass er Geld von Zyklopen geliehen hat, ist echt heftig. Gut, ich gehe erst, wenn ich die Drachmen habe.
Ich lass dich jetzt in Ruhe. Also ganz ehrlich, Geld brauchen wir ja nicht. Damit hast du recht. Vergiss die Drachmen. Markus und ich müssen reden. Du lässt mich gehen? Dann nimm wenigstens dieses Schwert. Nichts Besonderes, aber besser als das rostige Ding, das du da hast. Das wird mir gegen den Zyklopen helfen. Na cool. Treib Markus die Flausen aus, sonst seid ihr beide tot. So. Ah, cooles Schwert. Doris schuldet trotzdem Markus Geld. Ja, das stimmt auch wieder. Aber... Was ist das? Auch vergangen. Was brauche ich? Was kann ich damit machen? Nichts. Na gut. Kamera? Danke. Genau. Also ich habe jetzt nicht das Geld genommen, weil aus Gründen der Nachhaltigkeit und so. Hast du was zu erledigen, Cassandra? Ja. Wer bist du denn? Ich hab's jetzt nicht genommen, weil der, ja, sich's nicht leisten kann, wirklich das zu bezahlen. Ich geh mal kurz zum Ausrufezeichen.